Hallo ihr Lieben, das ist der versprochene Nachschlag zur Besprechung des Buchs Provokative Therapie oder genereller zum provokativen Arbeiten in, keine Ahnung, Arbeit mit Menschen, Zusammensein mit Menschen im Allgemeinen oder im Speziellen in der Beratungsarbeit, in der Coachingarbeit oder auch in der Therapiearbeit. Es gibt einen Aspekt am provokativen Arbeiten, den ich wirklich extrem schätze. Und der hat tatsächlich einen Bezug zu meinem großen anderen Spleen, nämlich der Demokratie. Und Demokratie hat ja wirklich auch viel zu tun mit Statusfragen, die also unser Leben durchziehen und begleiten, die auch völlig unvermeidlich ist. Also man kann eben in Anschluss an Paul Watzlawicks, man kann nicht nicht kommunizieren, eben auch sagen, man kann nicht statusfrei kommunizieren. Ich glaube, die Lotte Cordes, die eben neben ihrer wunderbaren provokativen Arbeit auch sehr viel Impro-Theater macht, und dann eben eins der Gesetze des Impro-Theaters, spielen sie mit ihrem Status, eben zitiert zumindest in ihrem Buch, hat das irgendwo auch betont. Wahrscheinlich habe ich es geklaut, ich habe es nur wieder vergessen, dass ich es von ihr geklaut habe, wie man vieles vergisst, woher man es eigentlich hat. Also Status spielt eine Rolle. Und egal, ob dir Status scheißegal ist, das würde ich für mich unterschreiben. Das ist eines meiner großen Probleme, dass ich zu den Menschen gehöre, den Status nicht wichtig genug ist, obwohl es eine Realität des Lebens ist. Ja, also sozusagen, es ist dumm, es zu ignorieren, dass Status halt einfach eine Rolle spielt. Man wird sich sonst immer wundern, warum man zum Beispiel so wenig gehört wird. Man hat halt nicht in Status investiert, und wenn man halt nicht in Status investiert, ist es halt so, dass man auch einfach nicht gehört wird. Also es ist eben nicht egal, wer was sagt. Leuten mit Hochstatus wird zugehört, Leuten mit Tiefstatus wird halt nicht zugehört. Das ist völlig erwartbar und könnte man eigentlich wissen. Man kann sich natürlich aufregen, wie furchtbar ungerecht das menschliche Leben ist, aber man kann auch die Realitäten akzeptieren, und da muss man sich halt entscheiden, das ist auch ein Fall von Eigenverantwortung, ist es mir wichtig genug, ja, was ich zu sagen habe, um in Status zu orientieren, zu investieren und diese bittere Pille, dass das halt notwendig ist, zu schlucken, oder ist es mir vielleicht auch nicht wichtig genug, gehört zu werden, und dann, es hat ja auch viele, viele Vorteile, wenn man nicht in Status investiert, das ist durchaus nicht nur nachteilhaft, man spart sich zum Beispiel jede Menge Arbeit und auch viel, viel Stress. Man kann nur immer wieder erinnern an diese Messungen der Stresshormone in Pavian-Kot, wo also angeblich festgestellt wurde, das ist jetzt eine Franz de Waal-Geschichte von diesem Affenforscher Franz de Waal, also dass im Pavian-Kot angeblich der Stress schon von denen, die ganz unten in der Hackordnung sind, in der Pavian-Gruppe sehr, sehr hoch ist und dann aber relativ schnell absinkt, wenn du nur auch ein bisschen höher bist in der Rangordnung. Aber ganz oben in der Gruppe, die komischen Alpha-Paviane, haben wieder ähnlich viel Stress nachweisbar, also wirklich messbar nachweisbar in ihrem Code, wie halt die ganz unten in der Hackordnung sind. Und so ist, das heißt also, relativ gemächlich lebt es sich, also stresstechnisch gesehen, genau in der Mitte. Und also kurz gesagt, Status ist ein Thema. Und insofern ist man also auch sein ganzes Leben folgendem ausgesetzt, und das ist jetzt eigentlich meine eigentliche Pointe, und mit Bezug auf das Provokative, dass man entweder runtergedrückt wird oder auf den Sockel erhoben wird. Also, dass auch andere einen in verschiedene Statuspositionen drücken oder sie einem zumindest anbieten, sagen wir mal ganz freundlich. Wer jetzt zum Beispiel Transaktionsanalytiker ist, kann jetzt nur müde gähnen, ja, weil die exerzieren das rauf und runter, ja, Eltern-Ich, Kind-Ich in den verschiedensten Varianten. Ich hab wieder die Ausdrücke vergessen, es tut mir sehr leid, es ist alles sehr lang her, dass ich das gelernt habe, und ich habe es schon wieder vergessen, aber es gibt ja eben diese gekreuzte Transaktion und es gibt die Paralleltransaktion, also die stimmig ist und die eben unangemessen ist, also wo man halt inkongruent antwortet, aber eben auch kongruente Antworten können ganz furchtbar sein, weil die beiden Positionen, die sich da antworten, also zum Beispiel, was weiß ich, kritisches Eltern-Ich und rebellisches Kind, einfach katastrophale Folgen oft haben, oft eben für beide Interaktionspartner. Also wer Transaktionsanalytiker ist, kann da nur müde drüber lächeln. Aber die provokative Arbeitsweise hat einfach einen Zaubermove, wenn das passiert. Und das ist vielleicht noch wichtiger als die Erkenntnis, also als das Verstehen, was da gerade passiert. Die Frage ist ja auch, was mache ich, wenn ich merke, dass es gerade passiert? Und da hat, glaube ich, die provokative Therapie wirklich einen eigenen Dreh, der so in dieser Radikalität und auch in dieser Wirksamkeit, dass man da so schnell rauskommt, wirklich ganz eigen ist. Und ich genieße den über alle Maßen, wann immer ich also auf Zack bin und den gerade auf dem Schirm hat, das habe ich durchaus nicht immer, meistens vergesse ich es, meistens reagiere ich katastrophal, aber in den wenigen lichten Momenten, die ich schon hatte,
wo ich also praktisch mein provokatives Hirn eingeschaltet hatte und mir sowas passiert ist, also dass jemand mich also versucht hat, sehr, sehr klein zu machen oder jemand versucht hat, irgendwie mich auf den Sockel zu stellen, also aus mir so eine Art komischen, keine Ahnung, Elternfigur zu machen oder Halbgott oder irgendwas, also wo man dann auch Autorität gerne abschieben kann, weil der Berater sagt einem ja jetzt, ja, sie sind ja ein Profi, das kommt oft sehr harmlos daher, ist aber alles andere als harmlos, sie haben ja viel Erfahrung, bla bla bla. Kann ich also meine ganze Verantwortung dort lassen? Dieser komische Expertenstatus ist sehr viel heikler und sehr viel trickier, als viele annehmen. Und jetzt kommt das Entscheidende, das Provokative hat darauf eine Antwort, wie man da ganz schnell wieder aus der Nummer rauskommt. Und das freut mein Demokratenherz. Weil wenn man will, dass sich wieder Augenhöhe herstellt, dann ist ja die Frage, wenn der andere gerade auf seinem Film abgeht und er gerade auf einem Trip ist, wo er gerade einen entweder jetzt in so eine Kindposition drückt, ja, also so ein nichtswürdiges Etwas aus einem macht, völlig ein ahnungsloses, naives irgendwas Wesen, oder eben den komischen Überflieger Tralala, ja, dann ist das also wunderbar, weil man macht nämlich tatsächlich im Provokativen das, was auch das Impro-Theater macht. Und im Impro-Theater gibt es eine berühmte andere Technik, die heißt einfach, sag ja, sag niemals nein. Und genau das macht dieser provokative Zaubermove, der sagt ja, der nimmt diese Rolle an, aber er nimmt sie so sehr an, dass sie dem anderen wiederum unheimlich wird. Also es ist wieder die Kraft der Übertreibung. Und was man da also tut ist, wenn man auf den Sockel gehoben wird, dann spielt man dieses Überwesen, das der andere gerade einem anbietet, und man spielt es also over the top mal wieder. Man spielt, geht voll rein in die Rolle und man macht das so lange, bis der andere kotzen muss und einen wieder vom Sockel abschießt oder den Sockel zertrümmert, frei nach, wie heißt das? Sie haben uns ein Denkmal gebaut und jeder weiß, dass das die Liebe versaut. Also das entweder, oder wenn man runtergedrückt wird, wird man tatsächlich zu diesem Fußabstreifer, zu diesem Waschlappen oder ich weiß nicht, was man dazu sagen soll, also zu einem Nichts von Mensch. Das ist auch sehr, sehr unangenehm, wenn man da voll reingeht. Und spätestens dann hebt einen der andere wieder vom Boden auf und will einen wieder auf Augenhöhe haben, weil er dann spüren kann, wie unangenehm das ist. Und da merkt man eine gewisse Wahrheit, dass also sozusagen das Natürliche für uns Menschen tatsächlich eine gewisse Augenhöhe ist oder letztlich Demokratie ist, weil sonst wäre das nicht so wahnsinnig unangenehm. Ja, also mit einem Überwesen konfrontiert zu sein, dass diese Überwesenrolle auch nicht irgendwie ablehnt, sondern wirklich annimmt, oder mit einem sklavischen, unterwürfigen, nichtswürdigen Etwas, das keinerlei Verantwortung übernimmt, zu konfrontiert zu sein, ist so unangenehm, dass man das nicht aushalten kann. Und genau das macht man, wenn man damit konfrontiert wird. Und so kommt man sehr schnell wieder in demokratische Verhältnisse, kommt man sehr schnell wieder auf Augenhöhe, und zwar auch mit Menschen, die das gar nicht gewohnt sind, also die ganze Zeit so komische Beziehungsangebote machen, also immer einer oben, einer unten, ja, also nie gibt's Augenhöhe, immer einer Gewinner und Verlierer, Herr und Knecht, Sklave und Diener, Führungskraft und Mitarbeiter, Checker und Nicht-Checker, also lauter so ungleichgewichtige asymmetrische Spiele kann man sehr effizient mit der provokativen Techniken beenden. Und von allen Techniken, die ich kenne, ist es die wirksamste und schnellste. Also nirgendwie sonst, zumindest was mir bekannt ist, mir persönlich, es mag Dinge geben, die ich halt nicht kenne, aber von allem, was ich kenne, ist es die schnellste Art, wieder auf Augenhöhe zu kommen. Man geht voll in diese Rolle ein, die einem der andere anbietet, man lehnt die nicht ab. Also wenn einem der andere sagt, du bist ein dummer Nichts irgendwas, dann wird man zum Dümmsten der Dummen, und man spielt diesen Dummbatz und man entschuldigt sich auch tausendmal für seine Dummheit, und man macht es aber so exzessiv und man hört auch nicht gleich wieder damit auf, dass der andere nie wieder sowas zu einem sagen wird, weil es einfach so scheiß unangenehm ist. Und wenn der andere dann sagt, ja, jetzt habe ich es verstanden, oder sie nehmen mich ja jetzt gerade hops, ne? Also nach der Devise, jetzt sie verarschen mich doch hier gerade und jetzt kommen sie mal wieder runter, oder es ist ja unmöglich, was sie hier machen, dann bestreitet man einfach, dass es ein Spiel ist, und man sagt, nein, wo denken sie hin? Sie missverstehen mich, ich meine das völlig ernst, ja? Also wird sehr, sehr schnell unangenehm für den anderen. Und ich kann es nur empfehlen, wenn man ein demokratisches Leben haben will, wenn man gern Augenhöhe haben will. Und ich stehe ja auf dem ideologischen Standpunkt, ernsthaft, dass das in Wahrheit jeder Mensch haben will. Und ich finde, diese Intervention, die man da fahren kann, zeigt das, dass das eigentlich so ist. Also sie beweist es, weil Menschen reagieren darauf sehr, sehr sensibel,
sehr, sehr interessant. Es ist unglaublich wirksam und das wäre es nicht, wenn wir uns nicht eigentlich heimlich alle Augenhöhe und Demokratie wünschen würden. Dann hätte diese Intervention nicht diese Wirkung, die sie aber hat. Nachweislich. Ich kann es nur empfehlen, es auszuprobieren. Also das nächste Mal, wenn jemand euch klein macht, werdet so klein, dass es dem anderen unangenehm ist. Und das andere Mal, wenn jemand euch sehr, sehr groß macht, werdet so groß, dass es dem anderen unangenehm wird. Und das muss man eine Weile lang durchziehen. Also man darf nicht gleich wieder aufhören, damit es die Wirkung hat, aber es hat diese Wirkung zuverlässig. Zumindest in meinem Leben hatte sie es immer, wann immer ich es bisher angewendet habe und gemacht habe. Und das ist ein Takeaway der provokativen Arbeit, das so wunderbar ist, dass selbst wenn man alles andere an der provokativen Arbeit wirklich kacke findet, das ist die eine Sache, die wirklich Minimum gut ist, die auch dann gut ist, wenn man den Rest vielleicht nicht so ins Herz schließen kann. Und ja, ich würde sagen, sogar das ist eine Sache, die auch zeigt, wie demokratisch eigentlich die ganze provokative Arbeitsweise ist. Und allein dadurch ist sie schon gerechtfertigt, dass sie diese wunderbare Intervention hervorgebracht hat in dieser Form. Viele Menschen kennen die auch, die gleiche Reaktion, ohne die provokative Arbeit zu kennen und ohne Frank Ravelli zu kennen. Manche Menschen machen das rein intuitiv. Ich meine, alle guten Dinge werden immer wieder neu erfunden, gerade weil sie guten Dinge sind, werden sie nicht von einem einsamen Genie in einer Höhle auf dem Berg im Himalaya erfunden, sondern immer und immer wieder, genau deswegen, weil sie eben wirksam sind. Wir Menschen sind sehr entdeckerische Wesen und gute Dinge entdecken wir immer wieder neu, selbst wenn sie zwischenzeitlich mal in Vergessenheit geraten. Das ist das Tolle. Das Gute entsteht auch immer wieder von allein, nicht nur für das Schlechte gilt das. So kommt es zumindest mir vor in meiner vollkommenen jugendlichen Naivität. Ceterum censeo, Demokratiam esse sotienda.